Guten Tag, meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich bin Roger Orny. Mein Gast heute ist Dagmar Mühlenfeld. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Mülheim an der Ruhr. Herzlich willkommen. Wenn wir uns mit Oberbürgermeistern, Meisterinnen etc. beschäftigen, dann steht meistens die Kommunalwahl vor der Tür. In der Tat, so ist es. Wenn man durch die Städte geht, fragt man sich so manches Mal, findet überhaupt Wahlkampf statt? Findet in Ihrer Stadt Wahlkampf statt? Wenn ja, von Seiten der SPD gegen wen gerichtet? Es findet Wahlkampf statt und wir haben feststellen können, dass natürlich seit die Ferien zu Ende gegangen sind, auch das Interesse der Bürger und Bürgerinnen am Wahlkampf zunimmt. Das wird sich auch noch steigern, das glaube ich schon. Ja, wir führen einen Wahlkampf für meine Wiederwahl und damit gegen 6 Mitbewerber, die sich auch um das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin bewerben. Es ist ja meistens so, Sie gehören der SPD an, dann kommt automatisch Rot-Grün das als Bündnis in Frage. Dann gibt es die berühmten anderen Farbkombinationen auf der anderen Seite, Schwarz-Gelb. Dann gibt es noch eine Bürgergemeinschaft, eine Bürgerwählergemeinschaft. Was wären denn aus Ihrer Sicht mögliche Konstellationen? Also zunächst haben wir jetzt seit 2004 eine, wie ich finde, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der anderen großen Volkspartei, mit der CDU, gehabt im Rat. Haben ja auch wichtige Projekte weiter vorangetrieben bzw. zur Entscheidungsreife gebracht. Das ist eine, die Fortsetzung einer solchen Konstellation ist denkbar. Ist auch formell im Augenblick noch gar nicht beendet worden. Dann gibt es rechnerisch natürlich auch, wenn die FDP weiter so stark dann am Ende sein wird, wie jetzt die Stimmungen zeigen, gibt es möglicherweise auch solche Konstellationen. Es hat da mal auch aus einer der Lokalzeitungen heraus im Frühjahr eine Umfrage gegeben. Da könnte es eine solche Konstellation auch von Rot-Gelb geben. Aber das ist auch schon ein paar Monate her. Was bedeutet das für die praktische Arbeit einer Oberbürgermeisterin? Es geht ja immer um Posten und Pöstchen, die dann gerade nach Wahlen neu besetzt werden, gerade wenn sich die Konstellationen verändern, was die Couleurs angeht. Ja, zum Glück machen das ja dann hinterher die Parteien und Fraktionsvorsitzenden zunächst mal auf dem Feld nach den Wahlen. Also am Ende hat der Stadtchef, die Stadtchefin das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen. Ich denke aber, das ist aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Wir beide hier an diesem Tisch wissen, dass gegen ihren Willen nichts geht. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ich weiß, dass natürlich, man sieht ja, wie die Ratsmannschaften der jeweiligen Parteien sich verändern, was da an Generationswechsel stattfindet. Und da gehe ich zunächst mal davon aus, dass natürlich auch bewährte Kräfte weiter in herausgehobenen Positionen arbeiten werden. Das gilt für unsere Fraktion. Das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt also auch eher in der CDU-Fraktion, wobei man das natürlich nie prognostizieren kann. Momentan, und jetzt kommen wir zu den praktischen Dingen, zu den Dingen, die die Bürger sicherlich mit am meisten interessieren. Momentan sieht es, wenn wir den Kämmerer fragen würden, recht gut aus in Mülheim an der Ruhr. Doch wir wissen alle, irgendwann geht auch die Kurzarbeit zu Ende und dann müssen wir damit rechnen, dass mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit kommen. Das heißt, die Arbeitslosen werden bedürftig, brauchen Sozialleistungen, brauchen Hilfe. Das bleibt zu einem gewissen Teil bei der Bundesanstalt hängen für Arbeit, auf der anderen Seite natürlich auch bei den Kommunen. Was bedeutet das für das kommende Jahr und das darauf folgende? Also ganz klar darf man sagen, und sowohl der Kämmerer als auch die Oberbürgermeisterin haben das sowohl der Politik, als wir den Haushaltsplan für 2009 eingebracht hat, als auch den Bürgern und Bürgerinnen gesagt, wir laufen Gefahr, für 2010 wieder in den Nothaushalt zu geraten. Aus dem einfachen Grunde, weil nicht nur die Soziallasten steigen werden, sondern wir haben natürlich auch Gewerbesteuereinbußen hinzunehmen. Und wir haben in den vergangenen Jahren tatsächlich auch in hohem Maße Schlüsselzuweisungen verloren, weil wir beispielsweise in 2007 und 2008 sehr gute Gewerbesteuererträge hatten. Ich sage das deshalb, weil die Situation der Kommunen tatsächlich, so war es 2003 auch, so ist es heute noch, händeringend auf eine Reform der Gemeindefinanzordnung wartet. Ja gut, wir wissen, wie das gemacht wird. In Berlin gibt es die ganz, ganz großen Töne.
Dort werden Hilfsleistungen versprochen, die werden dann, wenn überhaupt, in geringerem Maße an die Länder weitergegeben. Und bei den Kommunen kommt dann verschwindend Geringes an. Und die Kommunen sind eigentlich diejenigen, die damit ihren Haushalt bestreiten müssen. Das heißt, sie sind am schlechtesten gestellt. So ist das. Bedeutet dies dann aber wiederum für die Bürger, dass wenn sie auf ihre Grundsteuer gucken, wenn sie auf ihre Wasserabführgebühren etc. schauen, Kanalgebühren, was alles so angefällt, bis hin zur Hundesteuer, dass dort simpel und einfach aufgesattelt werden muss. Das muss ja nicht immer sein. Also ja. wir wissen ja, Gebührenhaushalte müssen Deckung erzielen. Das ist ja dann auch gesetzlich vorgegeben. Aber wir werden keine Steuererhöhung durchsetzen, weil wir, wenn Sie die Gewerbesteuer nehmen, damit einfach als Wirtschaftsstandort viel zu schnell wieder unattraktiver werden. Dann brauchen wir auf der anderen Seite nicht viel Intensität und Kraft in Wirtschaftsförderung und solche Projekte zu stecken, wenn wir das dann im Grunde selber wieder verzehren oder konterkarieren. Nein, ich glaube auch, dass die Belastungsgrenze für die Bürger und Bürgerinnen erreicht ist. Wir werden, und das haben wir auch kommuniziert, sowohl der Kämmerer als die Oberbürgermeisterin, wir werden natürlich kommunale Leistungen auf den Prüfstand stellen müssen. Das werden viele Städte in der nächsten Zeit tun müssen. Und lassen Sie mich hier gerade einlenken. Ist es nicht so, dass viele Leistungen bei benachbarten Städten doppelt, dreifach, vierfach erbracht werden? Was Theater angeht, was sportliche Leistungen und angeht, was künstlerische Darstellung im Sommer angeht. Da kann man doch vieles zusammenlegen, sich mit Nachbarstädten verbünden. Das wird inzwischen hier zwischen Städten, die früher nie ein Wort gewechselt haben, ich will sie jetzt nicht nennen, aber es ist nicht allzu weit von Düsseldorf entfernt gemacht. Ist das nicht auch eine Möglichkeit? Es ist eine Möglichkeit, es wird ja in Teilen auch schon praktiziert. Wir haben im westlichen Ruhrgebiet mit Duisburg, Mülheim und Essen etwas geschafft, was man lange gar nicht geglaubt hat, haben für unsere Verkehrsgesellschaft eine gemeinsame Fahrbetriebsgesellschaft gegründet. Ich will damit sagen, interkommunale Kooperation gewinnt ja an Dynamik und gewinnt auch an Substanz. Aber gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel den Kulturbereich nennen, Sie wissen ganz genau, wie die Diskussion um die Philharmonie in Bochum gelaufen ist. Und gerade vor dem Jahr der Kulturhauptstadt ist das, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ich habe aber auch immer gesagt, wenn wir die Kulturhauptstadt, wenn wir das Jahr erlebt haben und dann wirklich schauen, was hat dieses große Ereignis in der Region ausgelöst, und das haben wir ja zusammen gemacht in der Bewerbung und werden das ja, dann muss man wirklich mal gucken, wie das ist. Wir arbeiten mit den Städten in der MEO-Region, in dem Kammerbezirk auf vielerlei Ebene zusammen. Manchmal gibt es aber auch noch Gesetze, die dem entgegenstehen. Wir wollten also vor einigen Jahren eine gemeinsame Leitstelle für unsere Feuerwehren mit Duisburg, Mülheim und Oberhausen aufbauen. Da muss das Innenministerium noch ganz bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Ja, wir werden diesen Weg gehen müssen, ganz klar. Ob das im Bereich von Sportstätten ist, die wir zur Verfügung stellen, ne? Oder aber ob es eben auch um kulturelle Einrichtungen geht. Herr Wolf ist zwar in einer anderen Partei, aber ich glaube, er hat für Schwaben auch ein Herz. Und von daher weiß er, dass das nicht zu umgehen ist und wird sich da hoffentlich im Interesse der Bürger dran setzen, damit die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Kommen wir mal zu praktischen Dingen. Kiebitz, Kindertagesstätten etc. ist ja viel von der Regierung gelobt worden und. Die Wohlfahrtsverbände finden das alles gar nicht so toll wie beispielsweise Ministerpräsident Rüttgers. Wie sieht es in Mülheim aus? Also es gibt da auch eine Diskussion darüber, ob es sich jetzt vorteilhaft oder negativ ausgewirkt hat.